Moin ihr Lieben, ich bin gerade mit dem lieben Dr. Super Alien auf dem Winterserver von Abke und Horst und wir beide wollen uns jetzt hier so einen Menschen krallen und die Oberhexe besiegen und drückt die Daumen, dass das gelingt. Los geht's. Dann ab. Ich snipe die erst weg. Ah ja, da ist einer. Ja, ja. Nur einer. Der ist ein bisschen verwirrt. Ist weg. Sehr gut. Lass uns gleich unten eine Runde gehen und gucken, ob wir irgendwas Interessantes mitnehmen. Ah, da ist ein Creeper hinter der Treppe. Genau. Ich habe Rückschluss auf und das ist auch ein Skelett. Aber das ist easy. Hier sieht es relativ sauber aus im Moment. Du hast ein sehr starkes Schwert. Also müsstest viele Gegner mit zwei Hits kaputt kriegen. Ist halt alles recht dunkel, aber es sieht... Wir können ausleuchten die Räume, die wir fertig haben. Und spawnen auch keine Monster mehr. Oh, Setzlinge. Ist eigentlich ein cooler Raum. Was ist das für ein Raum hier? Setzlinge. Schwarzeichensetzlinge, nehmen wir gleich mit. Schwarzeiche ist immer gut, ja. Oh, da hinten kommt ein Skelett um die Ecke. Ja, ist nur ein Skelett, oder? Ja, ja, ist ein Skelett. Ah, oh, mit OP-Bogen. Schon weg hin. Lass uns mal gucken, was sind das hier? Hä? Weinkeller. Ah, nur ohne Wein. Ja. Oh, der Bogen ist sogar noch da. Hier, warte, willst du den haben? Oh, der ist gar nicht so schlecht. Der zeig mal. Zwei. Ja. Ich habe. Oh ja, der ist sogar noch halbwegs intakt. Ja, ja, ich kann nicht so schlecht. Okay, hier ist der Dingsraum. Aha. Kürbisraum. Kürbis und Dings, ja. Ah, Melone ist hier oben auch noch. Mhm. Wir machen alles beleuchten, dann ist das gleich vor. Das ist gut und dann können wir hier im Zweifel noch Essen beschaffen, wenn wir dringend was brauchen. Nochmal Setzlinge. Oh, hier haben wir auch Schwarzeiche wieder. Ja, die Räume wiederholen sich. Aber der ist dann auch ausgeleuchtet. So. Da ist ein Enderman, den klatschen wir jetzt nicht. Hier ist Wolle. Oh, unter der Wolle könnte natürlich noch eine Kiste versteckt sein. Wolle AD. Frage ist, wenn es hier eine coole Kiste gibt. Oh ja, ich habe gar keine Sounds an. Ich sollte mal ganz dringend Sounds anmachen. Das ist ein Nebenraum jetzt, wie ich höre das. Ja, jetzt habe ich Sounds an. Ich habe auch eine Schere, aber die habe ich jetzt gerade natürlich nicht dabei. Okay, hier ist aber... Sieht aus wie ein ganz entspannter Walkthrough eigentlich gerade. Ja, aber hier ist nichts. Ich glaube nicht. Da können wir mit der Schere nochmal reingehen. Es sieht so aus, als wäre hier nichts. Ja. Deswegen gesagt, die spawnen nicht nach. Das heißt, wir können ja wirklich ganz entspannt reingehen dann. Vor allem, wenn wir alles erleuchten, dann ist alles hell genug, dann... Ich mache hier auch die Ecken hell. Aber auch keine Creeper und nichts nachher. Ja. Genau. Alles hell machen. Ja, lass uns mal den Eingangsbereich hier noch ausleuchten. Ich hole gerne nochmal Fackeln, ich habe jetzt gerade nicht genug, sehe ich gerade. Aber ist ja nicht schlimm. Fackeln holen, nee, keine Lust. Ja, noch nicht. Das sieht sauber aus. Hier, oh, da kommen wir nochmal in den Mittelraum. Ich höre so einen Typ. Wo ist der? Oben ist eine Spinne. Wir lassen mich gerne noch Fackeln holen. Achtung, sie kommt von hinten. Okay, der Mittelraum ist nichts Besonderes. War auch nur eine Farm. Da hinten ist ein Dings. Ah ja. Boah, nicht mich! Ja, lauf weg, komm wieder zurück, komm zu mir zurück. Du bist mitten reingelaufen. Ich hab dich schon tot. Die machen viel Schaden mit ihrer Axt. Ja, das hab ich schon gemerkt. You camp during PvP con. Ah, okay. Dark Oak, auch alles Dark Oak. Okay. Stoff. Aus 50 Feldern Entfernung. Viel Übung, ja, müsste 50 Felder. 30 Felder. Hier, oh, was ist denn wir haben das ganz hier? Seltene Menschen mit einem Amboss.
Okay. Das ist was Besonderes. Ist was Besonderes. Die GAG, ohne Werbung zu machen, hat mal einen Menschen gesucht mit einem Amboss. Ja. Und hat 15 Stück oder so, musste er durchgehen, bis er einen. Echt? Ja. Richtig. Was? Oh. Das ist nur noch ein weiterer. Essensraum. Essensraum. Okay. Ja, gut, also, haben wir die untere Etage schon safe, würde ich sagen. Ja. Es war nichts hier. Okay. Guck mal oben. Auf geht's. Die Treppe war in der Mitte. Ja. Wo lang? Oh, gehen wir erstmal da lang. Wie unten. Bleiben dem System treu. Oh, was haben wir hier Schönes? Was hier? Sein, ne? Was sind das? Ah, hier geht's hoch. Oh nee, das sparen wir uns noch. Erstmal die Etage sichern. Betten. Da ist. Da ist Speisesaal, ja. Hier sind Bücherregale, die können wir nachher noch hier mitnehmen. Hier ist auch wieder so ein Held. Weg von weg. Ja, ja. Mit dem Schwert, ja. Hier ist auch Speisesaal. Hm, dann haben wir hier noch nur ein Ding. Und hier ist ein Skelett oben, ja. Aber sonst nichts Besonderes. Nix, okay. Dann gehen wir auf die linke Seite rüber, bevor wir hochgehen. War auch nichts. Einmal absichern. Dann auf den Turm und dann können wir hier noch ein bisschen ausschlachten. Oh, hier ist ein Raum. Ah, Skelett. Sehr dunkler Raum. Ja, ich kämpfe auch gegen zwei von diesen Freaks. So. Das ist gut, zwei mach das. Aber guck hier schon mal rum. Menschen gibt es schon sehr lange in FIFA Games. Eigentlich in Minecraft. Aber die sind tatsächlich so selten, wie fast nie findet. Mhm. Gut, geht halt über das Kartentraden, ne? Oh, das ist die Chef, das ist die Chef. Nee. Nicht der Chef, aber hier, die Dinger müssen wir auch vernichten hier. Ah. Nein, nein, die verschwinden wieder. Ja, aber die halt, greifen an. Nimm ein OP-Gap. Es ist ein OP-Gap. Oder zwei. Jo. Die, wenn der weg ist, verschwinden die. Wenn du sie hitten kannst, kannst du sie noch hitten. Warte mal, wo sind sie? Hier. Nervig. Egal, voll die Nervviecher. Okay. Ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, ob das der Chef ist, aber das ist halt so ein. Das war auf jeden Fall. War auf jeden Fall ein mächtiger. Und da hinten war nichts mehr, das heißt, es gibt noch den Turm. Ja, ab in den Turm. Wir haben übrigens ein Totem auf Anleihen. Wir haben, diese Viecher haben Totems auf Anleihen. Ah, okay. Wenn wir davon fallen, müssen wir ein Skelett gespawnt. Du machst mir jetzt auch nichts mehr. So, ich bin am Turmzugang. Komm mal. Das dauert ein bisschen. Noch mal was essen. Turm ist gut. Das ist Etage. Oh. Mit lauter Creepern. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe noch welche. Ja. So, was gibt der Raum her? Da ist irgendein ganz extrem blubbernder Typ. Weg ist ein Hype. Ja, sieht so aus. Ja, warte, lauf mal nicht weg. Totem auf Anleihen. Bitte die Offhand nehmen, bitte. Ja, genau. Dann können wir jetzt, sind wir jetzt safe.
können wir jetzt schon nicht mehr sterben. Ich verrate, jetzt nitsche ich so weg. Gibt's hier irgendwo? Oh, wow, 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 wo kommst du denn her? Da ist Coco. Weg. Boah. Oh, sorry, sorry. Ja, nicht schlimm. Oh, da ist ja noch so ein Typ. Ja, muss noch einer sein. Nee, das ist normaler. Ist ein Tod. Ja. Ich muss schnell Herzen erholen hier. Oh, 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 meine Herzen sehen nicht gut aus. Oh ja, das hilft. Gaps helfen immer. Creeper? Hör ich einen Creeper? Ja, ja. Oh, hier ist Schwarzpulver drin. Ich habe oben und zwei Leinen. Und ich blute gerade, hier oben ist eine Kiste. Ich bin oben auf die Bibliothek. Das Schwarzpulver ist gut. Aber da ist noch, da sind noch diese Quälgeister. Komm schon runter da. Das ist eine Arena oder so, ne? Wow! Das sind noch diese Viecher. Ja, ja, oh. Da. Den machen wir erst tot. Hinter dir, hinter dir! Bin tot. Ich glaube, irgendwo ist noch einer. Da! Für dich. Wo ist er? Hinter dir. Und immer von hinten die Scheißviecher. Deswegen drehe ich mich schon die ganze Zeit, aber irgendwie. Ich sehe ihn. Ich erwische ihn. Tot. Da, ja. Gesehen, den Tod. Oh, ich muss kurz erst was essen. Herzen erholen lassen, schnell. Ich habe noch. So, zwei Herzen fehlen. Anderthalb. Eins. Halbes. Nichts. Den habe ich schon erschossen, der stand an einer Ecke. Das ist auch nichts. Das Riesenhuhn macht mir Angst in dem Raum. In your face, Creeper. Auch nichts? Nö, auch nichts. Dann müsste es jetzt ernst werden. Also es gibt tatsächlich nicht immer eine eine Oberhexe, das sind die. Die Frage ist, habe ich dann das Ding gewonnen, weil ich soll ja die Oberhexe töten? Ich glaube, diese Viecher sind die Oberhexen. Also das sind ja die Hexen, es gibt keine Ober... Also es gibt tatsächlich in der Menschen nichts Höheres als diese Magier. Die sind schon echt stark. Dann wäre das jetzt safe hier. Das ist durch, ja. Das war zu leicht. Gut, zu zweit jetzt halt, ne? Ja, ich gucke nur, ob irgendwo noch Geheimräume. Ja, habe ich gerade auch gemacht. Da ist nichts dahinter. Der Geheimraum. Was? Ah, da, ganz hinten. Ganz hinten, ja. Da ist ein Spinnenspawner drin. Oha. Ja, sehr gut. Können wir uns schön Spinnenfäden abbauen. Wir bauen den Spawner ab und nehmen den mit. Schön wär's. Sag ja, schön wär's. Jetzt farmst du noch Holz, oder was? Nö, aber den lassen wir da. Also das ist so ein Geheimraum. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, tatsächlich. Hier ist ein Fenster, da kann nichts sein. Wollte gerade sagen, es muss ja auch... Was ist denn hier hinter? Ah, da ist der Raum. Das Riesenhuhn ist schon creepy. Man hört noch Monster, ne? Ja, das ist hier, die spawnen hier wieder, weil... Achso, weil es noch dunkel ist, ja. Also hier oben sehe ich jetzt keinen... Aber... vielleicht hier? Nee, das ist der Essensraum nebenan. Gut, aber hier kann man auch die hier mitnehmen. Die Blumentöpfe sind ganz nett. Oben die Banner sind ganz geil eigentlich. Die mit dem Zahnrad quasi drauf. Aha. Die fand ich auch ganz cool.
nehmen wir auch mit. Alles mitnehmen, was man kriegen kann. Ich meine, so eine Woodland Mansion bietet jetzt nicht so viel. Außer die Totems auf Anleihen. Ich meine, das ist schon viel wert. Hm, aber die nehmen wir mit. Gibt's hier noch, das wird es. Genau, überall mal durch die Wände bauen. Auch spawnen wieder alle die Viecher. Moment. Ausleuchtet. Das war nur der eine geheime Raum. Ja, genau. Ja, die Frage ist, wenn ich jetzt aufs Dach rausgehe, gibt es hier noch irgendwas? Nochmal durch die zweite Etage. Mal von außen gucken hier. Also oben drüber ist definitiv nichts mehr. Oha! Nimm halt noch die Bibliotheken mit. Ja. Ups, also Entschuldigung. Ja, die Bücherregale. Na gut, ihr Lieben, dann war es das mit der Folge. Ihr habt gesehen, wir haben das Menschen eingenommen und damit ist auch meine Wochenaufgabe auf Winter erfüllt. Und euch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht, je nachdem, was wir gerade haben. Bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao. Wow.